Jan, und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Weiter geht's mit dem nächsten Auftrag. Regina Jones hat uns ja schon angerufen. Aber es gibt ja noch einen Text zu lesen. Rückholaktion, gestohlene Medikamente beschaffen. Wohnblock Columbus Street. Vor ein paar Jahren habe ich mal einen kleinen Beitrag mit dem Titel »Wie erschwinglich ist Gesundheit?« gedreht. Und es stellt sich heraus, nicht besonders. Meine Zahlen haben damals gezeigt, dass nur 3% der Einwohner von Night City sich eine Krankenversorgung leisten könnten. Seitdem hat sich vieles verändert. Und zwar zum Schlechteren. Manche Leute haben den Rippern den Krieg erklärt, brechen in Kliniken ein und klauen die Medikamente. Kaum überraschend, wenn du mich fragst. Aber die Ripper brauchen das Zeug natürlich. Du sollst also ein Paket mit gestohlenen Medikamenten zurückholen. Dank dem GPS-Sender im Paket wissen wir sogar genau, wo du es finden willst. Dann. Let's go. Ist irgendwie hier in diesem Gebäude drin. Yo. Is it true what they say? Wahrscheinlich bei den, ja. Bei den Drogenleuten, ne? Woher kommt denn die Person? Alter. Sieht hier alles sehr einladend aus. Ja, die Tür wird es wahrscheinlich sein. Das geht bloß runter. Spannend. Drin sind die schon mal. Ob es ja auch Leute hat. Okay, jetzt von draußen können wir eigentlich die Tür öffnen mit einer Fähigkeit und dann gibt es XP. Dann machen wir das auch. Wenn Leute hier sind, dann bestimmt oben. Deshalb gehe ich erstmal hier rum. Jetzt sieht alles ziemlich leer aus. Als ob hier gar niemand sein würde. Ich nehme das Katana in die Hand. Ich denke, das ist hier besser. Aufgewappnet. Der Heimwerkerleitfaden, eine Bombe aus gängigen Küchenzutaten. Was? Viele Menschen sind voller Unzufriedenheit, aber es fehlt ihnen an Entschlossenheit, etwas dagegen zu unternehmen. Sie meinen, um in dieser Welt ihren Fußabdruck zu hinterlassen, müssen sie sich jahrelang bilden oder tolle Fähigkeiten aneignen. Tun sie also richtig daran, aufzugeben und den Willen zu verlieren, für das einzustehen, was ihnen wichtig ist? Nein. Es gibt eine simple und doch effektive Methode, den eigenen Namen mit Getöse in die Geschichtsbücher der Zukunft einzubringen.
Und zwar, indem sie eine Bombe bauen. Klingt schwierig, ist es aber nicht. Alle zum Bau eines außerordentlichen, tödlichen Sprengkopfes notwendigen Zutaten finden Sie in Ihrer Küche. Wenn Sie diese Anleitung lesen, sollten Sie Folgendes nie vergessen. Erstens, was Sie tun, ist billig und trotzdem effektiv. Zweitens, alle Komponenten sind frei verkäuflich, Sie werden also keinerlei Verdächtigungen auf sich ziehen. Drittens, falls notwendig, sind die Komponenten leicht wieder zu entsorgen. Schade, hätte mich jetzt interessiert, was die Komponenten denn wären. Ja, vielleicht hätte man das auch in Real Life nachbauen können. Also jetzt nicht, dass ich eine Bombe bauen würde, aber hätte mich jetzt interessiert. Ich glaube, es gehört halt alles auch zu den Obdachlosen. Stop! Sure, sure. You be careful with that trigger. How did you find me? Corporal Hare. GPS transmitter. The one you forgot to disable on the stolen meds. Just hand them over, and I'm gone. Stolen? The paliperidol doesn't work! William Hare. So who's stealing from who? Who? Ripper Docs. They're the real criminals. Paliperidol? For cyberpsychosis? I'm not fucking crazy! Easy, easy. Shut up! Go away! If they're of no use to you, they don't work. Just hand them over. You're the same as them! Rippers, politicians! The same as that fucking Holt! I could think of a few differences. Shut up! That bastard he stole from research! He doesn't care about the sick! But soon, I'll find him. End him. Ich glaube, da hätten ein paar Leute nichts dagegen. Militech HKS-47 with polymer reinforcement. You were a soldier. Militech, 3rd Light Division, 155th Infantry Regiment. 7 years in a fucking jungle. When times were simpler... Before you got sick. You cast me out like a dead battery. That's no reason to become a terrorist. Irgendwo klopft die ganze Zeit jemand oder etwas. Where'd you serve? Brazil. Remember all of it. Dirt on my face. Fatigue's always wet. It's like a brain dance. I can't shut off. Memories flood back. Without the adrenaline. Without my brothers. Fuck! So quickly they forgot me. You're angry, and I get it. You feel cheated. Not just me! I know. But if you zero Holt, you'll make it worse for everyone in your condition. They'll hunt you down. Not to move. Leave. Go, please. No, I can't without those meds. Over there. I want to be alone. Okay, ich hätte jetzt fast vermasselt. Poor son of a bitch. Pretty sure you hated Corpos. Figured you thought he got what he deserved. They discarded him, twisted him up. He moved forward only way he knew how. I get it. Don't doubt it. Maybe this murder Holt idea is not so bad. At least it'd piss a few people off. Sure, I guess, but what's the point? Better than burying your head in the sand. Ja, hat schon was. Ach man, der Arme. Wenn wir ihn bestimmt jetzt eigentlich umgebracht hätten, hätten wir seine Waffe bekommen, die vielleicht sehr stark gewesen wäre. Kann ich irgendwie was reden mit dir oder tun? Und vielleicht auch eine Waffe wäre, die
hätten wir da in unseren Waffenschrank hängen könnten. Aber gut. Mit Sado dein Kopf explodiert, treffen Liam Tyler und William Hare. Bill, weißt du, dass unser letztes Treffen schon 2 Monate her ist? Alle fragen nach dir. Kommst du Donnerstag um 7 Uhr und redest mit Mike und Sarah? Oder setz dich wenigstens doch dazu und hör zu. Denk dran, PTBS ist nichts, weswegen du dich schämen musst. Wir haben das alle durch, wir kennen den Schmerz. Ich will dich nicht unter Druck setzen, wenn mir diesen Donnerstag nicht passt, verstehe ich das. Aber versuch wenigstens wieder in die Routine reinzukommen, okay? Und wenn du erstmal nur mit mir reden willst, ist das auch okay. Du hast ja meine Nummer, ich würde dich gern wiedersehen. Nein, Liam, ich habe genug von eurem Verständnis und all dem tröstlichen Schultergeklopfe und von eurem Selbstmitleid. Reden bringt überhaupt nichts. Taten, aber schon. Mach keine Dummheiten, okay? Wo wohnst du jetzt? Ich könnte vorbeikommen und wir könnten über deine Gefühle sprechen. Will, wo bist du? Ich glaube, wir haben es gut gelöst, aber vielleicht wird jetzt Holt auch umgebracht. Und wir hätten das verhindern können, wenn wir ihn getötet haben hätten. Mal schauen. Naja. Vielen Dank. Ich suche wegen Anstiftung zu unrechtmäßiger genetische Veränderung, Körperverletzung eines Beamten, Übergriff, Mord an einem NCBT-Officer, Übergriff durch Mob. Naja. Das war's hier. Well, there it is. Oh. Das war gerade der Schuss. Jetzt hat es sich einfach umgebracht. Carnage. Powershot-Flinte. Und seine kleine Pistole kriegen wir nicht. Naja. Schade. Mit Johnny können wir nicht sprechen. Nee. Okay. Naja. Können wir nichts tun, nichts ändern. So ist das leider. Und wo kommt das Geklopfe die ganze Zeit? Du bist es auch nicht, ne? Das rauchen die, dass es violett leuchtet. Don't get it, June. Been thinking, but I just don't get it. Get what? All that food in the dumpster. Good food. If they don't want it, why don't they just give it? Das ist echt eine Scheißgegend hier. Alles mega runtergekommen. Und gar nicht schön. So sieht jetzt so aus, als ob's. Wait. Sieht so aus, als ob es die Waffe von. Aus dem. Ihr wisst schon.
also im Edge Runner Anime wäre. Achso, die sind zwar beide gelb. Na, dann ist wahrscheinlich gar nichts. Naja, was los. Mit dem Rücken zur Wand, Auftrag abgeschlossen. Echt schade um ihn. Aber thanks, V. Gut. Couldn't have been easy, but you handled it like a pro. Job done, contract closed. Danke sehr. Level up 49. Ich glaube Level 50 ist das oberste Level, das man haben kann. Und da sind wir nicht mehr weit davon entfernt. Chippen in. Sind noch zwei Aufträge. Es ist echt doof, jetzt eigentlich alles abzuklappen. Weil ich meine, es sind noch 14 Aufträge, die wir bei ihr machen müssen. Und wenn wir die jetzt alle auf einmal machen, könnte ja sein, dass es der letzte ist oder so. Dann haben wir da nichts mehr übrig, was wir zwischendurch mal machen könnten. Deswegen wäre es eigentlich gut, mal was anderes wieder zu machen. Zum Beispiel so ein Nebenauftrag hier. Oder ein weiteres Rennen. Ah, und was mir noch eingefallen ist, wir haben eigentlich schon mal den einen Auftrag bzw. Kontakt gehabt. Das war mit, wie hieß die nochmal? Haben wir die hier drin? Mit der Frau, die wir ganz am Anfang geredet haben. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Keine, haben wir die nicht drin. Aber was passiert eigentlich, wenn man Evelyn Parker anruft, weil die ja tot ist? Wahrscheinlich gar nichts, ja. Wer ist Carol Emeka? Jackie Wells. Auch nix. Judy. Auch gerade nix. Lazy Wizzy. Auch nix. Mama Wells. Anything interesting happening in the area? Interesting. Around here. Not one single thing. That's why the kids, they join gangs. No jobs, no future. And where they end up? Behind bars. Or in the ground. This neighborhood died a long time ago. Okay, gut. Gotta go. Meredith Stout. Ich meine, wir können ja ruhig mal ein paar Leute hier versuchen anzurufen.
Mama. Okay, nichts Neues. Pennen. Auch nichts. Geiler Schirm. Ich habe vor kurzem gerade bei einem Online-Shop gesehen, es gibt so Schirme, die ein bisschen aussehen wie wie Samurai-Schwerte, was ziemlich cool ist. So ein Gerät. Okay. See you around. Bye, remember, the media lies. So ein Gerät wie ein Samurai-Schwert. Fand ich ziemlich cool. Und habe ich mir wirklich kurz überlegt zu kaufen, aber die sind sauteuer. Sebastian Padre. Auch nichts Neues. Vaya con Dios. Songbird. Nimmt auch nicht ab. Takemura. Dem haben wir auch schon lange nichts mehr gemacht. Auch nichts. Dann gibt's noch. Typ mit dem Schwanzproblem. Oh. Wieso haben wir den eigentlich eingespeichert? Weird. Victor? Auch nichts. Makako. Hello. You wanted to talk? Talk another time, Wako. As you like. Alright, dann würde ich sagen, sind wir schon hier und das machen wir aber erst in der nächsten Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. We'll be right back.
Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.